Ich habe jetzt natürlich das richtig beschissene gesprungene Zielfernrohr. Weil die Scheiße hier erkundet ist. Bam 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 ba. Ihr macht das schon. Er macht das schon. Ich suche mir Meatpads. Wovon wir keine haben. Kannst du theoretisch auch am Ende des. Ne? Und so. Wollte ich nur gesagt haben. Also klar, ich kann auch hinterher, wenn man drauf haben, Meathead du an Haufen sprennen. Stimmt schon. Hast du jetzt schon wieder 3 Sticky Bombs mitgenommen, oder nee, was? Nee. Nur 2. Ach so, nur 2, ja dann. Nur 2. Dann ist ja alles in Ordnung mit dir. Und ich würde einer von dir halt auch für den Butcher benutzen. Was ich nicht verstehe, warum Sticky Bombs? Weil er es sonst nicht hinkriegt, die zu treffen, wahrscheinlich. Ja, also, weil das ergibt ja für überhaupt keinen Sinn für mich. Eben. Die also sterben doch auch am Dynamite. Also dann ja, kannst du doch auch günstig rumrennen und einfach 2 Dynamites. 19 anstatt 65 Handdollar bezahlst du für einen Meathead Kill. Was aber immer noch zu viel ist. Wups, das habe ich nicht gesehen. Ist von fast 80 Mark. Ich sehe schon, selbst die Ritter, die den Boss benutzen. Wie zum Beispiel den Butcher jetzt. Wenn man da überhaupt ankommt. Wir sammeln gerade Clues. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich meine halt. Wenn der Butcher halt noch leben sollte. Ja, aber dann nimmt man halt eine mit. Wenn man es wirklich darauf anlegt. Mir ist halt sogar das Geld für eine zu schade. Weil in dem Moment, wo ich keinen Boss finde, bei dem ich das benutzen kann, da sind übrigens Enten hochgeflogen. Richtig auch. Irgendwo Richtung Brücke, die Richtung da vorne oder so. Ja. Die würden wahrscheinlich hier hinkommen. Und das andere Seite oder so. Ja, oh, Klurot. Jo. Also, die sind schon da oben irgendwo. Jo. 3 Hits, kein Kill. 2 Leute. 2-mal Felis. Oder Weird Sister, ich kann die nie gut auseinanderhalten. Hit. Einer down. Jo, das war ein Mann. Einer ist hier vorne im Hof. Ich glaube, hier oben ist gerade einer reingegangen. Ja, oh, vor dir auf dem Balkon. Hier unten ist einer. Habt ihr einmal getroffen, die Felis? Teil. Einer down. Er ist hier unten. Hinten rumgelaufen, draußen. Er muss eigentlich da bei dir sein. Ja, hier unten ist immer bei dir. Hits, down. Alle tot. Du bist lauf, leise. Ja, ja, es waren 3 Tote. Das war knapp. Ich kann noch nicht so gehen. Oh, God bless. Das kann meine Sniper-Movie mit leben. Willst du Bornheimer, wenn jemand haben möchte? Ja, ich. Nee, weiß danke, den nicht. Müll spiele ich nicht. Was hat der hier? Der hat auch einen Bornheimer. Alter, was? Das war der kleine Boss halt, ne? Ach so. Das sind dann halt. Das waren die 4 Bornheimer. Da unten. Ich geh schon, wenn ich damit verstehe, oder? Und der letzte hat einen Bornheim-Bär dabei. Ja, natürlich. Hast du die Bornheim jetzt eins genommen? Nope, hat er nicht. Nee. Oh. Du brauchtest doch Hunde, oder nicht? Ja. Headshot. Wir haben sowieso gerade geschossen auf die Gegner. Kannst du auch einfach Headshots ja, machen ich jetzt. Ja, jetzt machen, aber... Die hier reden sie, sind alle in die andere Richtung geguckt. Alter. Ja.
müsstest du jetzt 4 Stück haben. Ja, ist voll. Danke. Ja, ich hab 5 von 10. Gibt es Prinz nicht im Turm? Ja, have fun. Brauche ich, ich hab ne Mosin. Good luck, have fun. Ich hätte eigentlich noch, dass da oben Heilung drin liegt, weil ich wollte, dass Heilung gebraucht. Hättest du mal im Boss, im Compound noch geguckt. Da lag bestimmt ja irgendwo Medkits rum. Ich bin mir jetzt einfach zu faul, über den Compound durchzulaufen, während ihr beiden da vorne rumrennt, zum letzten Clou. Ja, oder du benutzt ein Medkit und halt, hebst dann Medkits beim Looten auf, oder so. Wir haben es doch gerade gemacht, aber das ist aber auch, verschissen. Dotto heißt der Scheiß für 100 HP. Ja. Ich bin mir sogar wieder voll geheilt, weil es sonst zwei Schaden gebraucht. Ja. Ah, oh, keine Headshot. Schade. Du triffst überhaupt was mit den Dingern? Ich, Tim, Übung. Einfach eine Übung. Das ist nach dem Vitality-Shot die zweitwichtigste Sache, die ich freischalte, nachdem ich prestiged habe. Gehört zu meinem Standard-Loadout. Nee, Wurfmesser. Ah, Wurfmesser, okay. Standard-Loadout ist bei mir immer Knife, Throw-Knife, Wurf, Medkit. Und dann, wenn ich mit Teammates spiele, noch eine Choke-Bomb. Und dann Vitality-Shot, Frag-Bomb. Und dann noch irgendwas anderes. Doch, Medkit, habe ich doch gesagt. Okay, ich auf dem Verlass drauf. Vitality-Shot. Frag Bomb und dann irgendwas, was noch zum Loadout passt. Und dann Knife, Throw Knife, Medkit. Aber muss das erwähnen? Hat die Code noch vergessen. LOL. Krähen? Das war deine, glaube ich. Unser Kollege gewesen sein, genau. Ja. Krähen war ich. Hey, Krähen auch echt zu schlecht gesehen. Ach, wo kommt der denn jetzt her? Komm mal her, Imo. Oh. Der ist einfach mal über den Boden geglissen. Ja. Ups. Oh, nice. Nee, ich bin voll aktuell. Na, okay. Ja, doch, ich bin voll. Okay, die haben aufgehoben. Ausgang nächster wäre bei Bradley. Mhm. Boah, halt mal das weit. Ja, die wieder halt nach Solters oben raus, ne? Wo die lang gehen. Ja, wenn wir dann bis da kommen, ne? Also im aktuellen Movement wollen ja noch die ein da Team. Da ist ein Weihnachtsbaum. Was, wo Baum? Auf dem Ping ganz hinten, nicht so weit hinten, da ist ein Weihnachtsbaum. Ja, hast du das, da auf der Straße drauf, war? Ja, rechts, direkt am Zaun. Das haben wir gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel. Da sind Hunde. Ja, ich brauch sie nicht mehr. Ja, ich würde jetzt auch erstmal gucken, wie das mit dem Boss hier aussieht, ehe wir jetzt anfangen. Ah, Moment, da kann ich auch mal den neuen Tipp, den ich gelernt habe, nachprüfen. Ist keiner am Boss. Weiß. Okay. Man kann nämlich auf egal welche Distanz über die Map, sobald man alle drei Clues hat, kann man einfach den Boss anvisieren und wenn keiner im Bereich des Bosses von 30 Metern ist, dann bewegt er sich nicht. Diese blauen Partikel bewegen sich dann nicht. Und sobald einer in den Bereich kommt, bewegen die sich. Ja, das muss ich auch noch. Die Partikel sich dann bewegen, wenn jemand im Boss-Compound drin ist. Ja, also nee, reicht schon 30 Meter in der Nähe zu sein. Echt? Ja. Weg! Ja, sorry. Da liegt übrigens eine Pouch. Hab ich schon genommen, danke. Ach, okay. Was ist da? Nix mehr, ist weg. Geld, okay. Ganz wenig Geld. Aber die call ich mittlerweile nicht mehr, das
Es lohnt sich nicht, da den Leuten immer extra dafür Bescheid zu sagen. Was ich tollen würde, wären so Bloodbonds, ne? Weil es sind auch Bloodbonds drin sein in den Beuteln. Ach so, ja, ja. Es ist halt echt scheiße, auf einmal zu halten. Wenn ich das mehr bemerken würde, würde ich Bescheid sagen. Wir sind jetzt in Bradley, die anderen. Ja, die werden den nicht. Das ist gar nicht einer von euch. Schön. Steht einfach mal Grunt vor meiner Tür. Null. Ist eine krasse. Eine normale diesmal. Nehme ich trotzdem. Muss halt nur mal irgendwie nach da oben kommen. Achso, ich würde übrigens gerne den Last Hit wieder machen, wenn keiner was dagegen hat. Mach ruhig. Du mal ein Tasse, sagst du. Ach, da oben! Direkt über mir. Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Rot? Ja. Da ist er von wo? Doch, gar nicht. Westen. Da. Ja, Westen. Auch ein Dreierteam, das haben wir da noch gesehen. Und der ist direkt vor der Tür. Der fliegt weg. Ja. Also das meine ich, der stirbt. Ja, ich hab's verstanden. Einer blutet. Ich werf eine Konzertina. Oh shit! Was fuck war das? Ist im Führer am Ende, oder? Ja, so halb, glaube ich. Ich weiß nicht, wo sie jetzt hingeflogen ist, aber... Heilt sich hier. Ich würde mich dann nicht holen, Tom. Hab ich auch nicht vor. Erstmal nicht. Zwei Steps im Matsch. Ah, du aimst auch auf sie? Okay. Ja, ich bin hier oben auf dem Dach. Die liegt da aber noch gut, die Bombe, ne? Eine... Ah, auf dem Dach ist einer. Ah ja, ich hör's. Der pusht mich. Hab ihn einmal gehittet. Über das sein Topfschuss? Der ist ganz oben aufs Dach gegangen. Ja, ja. What? Ja, ja. Beide. Und da. Oh Gott, mein Aim! Schrecklich! Ich bin halt überrascht, dass du überhaupt was triffst mit der Waffe. Ich sitze nicht gerade, deswegen treffe ich nicht. Oh, jetzt haben sie ihn angezündet. Jo. Bist du im Haus? Nee, draußen auf dem Dach leider. Ich glaube, die müsste eigentlich treffen. Nein. Nee, anscheinend nicht. Scheiße. Schmeiß die von innen an die Hauswand. Ich könnte nachher noch an der Hauswand liegen. Ich hab's auch versucht. Ja, das hat funktioniert. Weil es stand nämlich direkt an der Hauswand dran. Das Hit. Der ist an der Half gestorben. Noch einer. Hier, bei mir. Ja, ich muss heilen, ich komme sofort. Trade kill. Jo, gehört. Alles leer, ich komme aufheben. War das deine Hive-Bombe auf dem Dach? Ja, ne? Ja, das war meine. Ich wollte da wegholen. Ja, die hat ihn gekillt. Ah, nice!
Er war im Shootout mit ihm hier. Und dann das ist die Hive. Ich hab ihn angeschossen und dann hat die Hive ihn gefinisht. Nein. Aber dann ist jetzt ein Server weit. Jo. Es sei denn, das eine war unten nur ein Duo und einer läuft noch solo rum, dann gibt es potenziell noch jemanden. Ansonsten ist frei. Das Ding, ich dachte immer, bei Trio Teams können das maximal 4 Teams sein. Nee, es ist auf Spieleranzahl begrenzt, nicht auf Teamanzahl. 12 Spieler, 3 plus 3 plus 3 sind 9. Plus das eine Trio, was raus ist, wären 12, aber weil wir nicht wissen, ob es ein Trio oder ein Duo war, könnte theoretisch noch einer übrig sein. Ein einziger Solo, ja, genau. Das ist schon eher unwahrscheinlich. Ja. Mal realistisch sind. Das ist. Ich würde den Last Hit immer noch machen. Ja. Krass. Dankeschön. Ich hab nicht mehr so ganz aufs Leben geachtet, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich auch schnell nochmal dran erinnert. Ja. Dankeschön. So, dann würde ich mir diesmal die Mosin nehmen hier. Es ist ja eine Mosin dabei. Dann, ich finde gerade die Waffen von dem Typ auf dem Dach nicht. Die sind wahrscheinlich runtergefallen. Ich komm mal gucken. Ah, ne, hab die hier auf der Seite sind da runtergefallen. Lebel Marksman und ein Uppercut-Pair. Jo. Wollt ihr das wer haben? Nö. Nö, ich bin mit der Pax eigentlich zufrieden. Und mit meiner Sniper. Dann haben wir, wenn ich noch einen Quartermaster finde, dann nehme ich die Uppercut Dual Wield mit, aber ansonsten nicht. So, Uppercut? Ja, Dual Uppercut. Ja, ein Pair aber. Achso, ja, okay. Das teuer. Okay. Aber Mosin ist immer noch mehr. Was? Zwei liegen vorne. Warte, ich pinge. Zwei? Da ist einer und der andere liegt da, das ist Marshall Brewer. Ah! Die dürften aber beide leer sein. Winfield und Nathan Burson, ja, sind sie. Es wäre sowieso voll, sehe ich gerade. Einer braucht noch Hunde, ne? Headshots. Ich brauche noch Hunde. Nee, ja, ein. Aber nur Shooting. Zwei. Ja, bei mir reicht es, wenn sie sterben. Achso, okay, ich habe zwei gekillt. Sieht jemand Meatheads? Geld hier. Geld hier. Nee, ich hab keine Meatheads gesehen bisher. Und das wäre jetzt so ruhig wettgemacht. Weil ich habe ja noch ein bisschen Sprenstoff. Boah, krass. 4 Dollar. Also ein Sättelchen. Ich bin reich. Ja, Mann. Ich hätte halt gerne jetzt so einen Trade Charm und dann krieg ich Quartermaster und dann kann ich die Dual Uppercuts aufheben. Das reden wir uns dann aber drüber. Ach guck mal, hier können ja zwei Leute nehmen. Okay. Das ist ich weiß nicht. Ja, ich will jetzt nicht zwangsweise Quartermaster. Ich meine, es wäre irgendwie nice für Sniper, aber. Ja, jetzt hab ich Sniper halt Red gelebt halt, ne? Weil. Joa. Ich mach euch mal die Tür auf. Ich habe übrigens mal die Stacheldrahtbombe entfernt. Warum? Damit wir ja durchlaufen können. Ja, wir können auch die Tür aufmachen, ne? Oder einfach drum rumlaufen. Hier sind Update-Punkte. Ich will. Ja, ich hab wieder einen Free Hunter. Der braucht Trade. LOL! Ja, hab ich nicht gesehen. Klavier spielt auch Weihnachtsmusik. Klavier? Was für ein Klavier? Ich hab das Klavier angemacht, aber hör mal. Ich hör's, das ist ja eben. Ich hab's aber mal geil! Geil! Feier ich grad. Also, ganz, also überraschend tut's mich nicht, aber gewusst hab ich's nicht. Geil, ich liebe Crytek.
Ja, so ein paar Entwickler sind schon ganz nice. Hast du Weihnachtslieder eigentlich? Aber gut, okay. Ich geh mal. Spielt das auch verschiedene oder spielt das nur das gleiche immer? Ich denke, das wird immer das gleiche spielen. So, wollen wir noch ein bisschen Karte leer räumen? Ich nehme erstmal die Clue und dann. Wie lief die Runde bis jetzt denn so? Wir sind bei More Battery gespawnt, wir haben ein Trio gekillt und. Ja, also wirklich farmen würde ich jetzt nicht. Wir können Richtung Ausgang halt noch ein paar Sachen mitnehmen, aber. Ja, ich bin halt auch kein PvE-Spieler. Ich mach den PvP. Ich würde jetzt auch. Also, wir waren irgendwie letztens irgendwie. Ein Trio war noch da und dann waren wir alleine und. Sind dann da. 60, ja. Fast 60 Minuten über die Karte geguckt, irgendwie. Ja, das kann man ja machen. Nee, aber das schön. Einmal reicht. Echt. Ja. Ja, es ist, ich find's halt auch nicht so spannend, ne? Ja. Es ist halt einfach ist nur, wie wenn man so einen Singleplayer von Ubisoft spielt, einfach Punkte abgrasen. Ja. Nur, dass diese Punkte, die nicht angezeigt werden. Ja, du läufst halt einfach so von. Compound zu Compound, hoffst, dass da irgendwas rumsteht. Auch mehr oder weniger Punkte abgrasen. Ja, irgendwie. Ja, Station blank und dann gehen wir oben raus. Oder? Ja. Mal gucken, ob hier irgendwo noch Trade-Punkte rumliegen oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich setze mich jetzt hier auch nicht hin und schleiche hier durch das Haus, um jede Ecke abzusuchen, wo eventuell irgendwie so ein Zettel an der Wand hängt. Oder so ein Geldbeutel auf dem Boden liegt. Ja, ja. Das ist mir dann auch ein bisschen zu blöd. Ah, guck mal, hier. Bloodline XP. Brauche ich nicht, danke. Bin 100. Ja, ich nehme auch nur mit für die $200, also. Das ist auch so was, was habe ich, dass ich in diesen 60 Minuten halt einfach abgelassen, weil was ich damit. Oh, nein, das ist gesehen, ne? Jetzt leer. Hier war schon mal jemand. Ja. Genau, der Weihnachtsbaum. Wie sieht's eigentlich ganz aus? Ich hab noch keine gehört bisher. Lass mich mal eben in den Schaufel. Also ich habe auch keinen Meathead gesehen. Da war noch keiner dran. Nice, noch mehr Punkte. 36 haben wir. Achso, den Shot gibt's ja auch gar nicht mehr, fällt mir mal gerade so auf. Das heißt, diesen Multiplikator kann man auch nicht bekommen. Ja. Hier sind noch kein einzelnes Geschenk. Oh, ich habe eine Chaosbombe. Schmeiß weg den Mist. Komm mal ran hier. Nicht so viel rumtrödeln hier. Lieber noch eine Runde spielen. Ach so, ihr wollt da raus. Entschuldigung, ich. Ja. Er sagt ja eben, er sagt aber auch eben, dass wir dann laufen und blend laufen. Ja, ich. Genau. Dumm, dann wieder so, dass du laufen will, aus dann. Der hat eben gestreamt, ja, aber ob er noch immer streamt, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich. Also mein Stream wird, macht mein wahrscheinlich Stream länger. Mein Stream läuft auch noch halt. Einer ist auch noch irgendwo im Hintergrund an, aber.
mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich will die Theorie auch ausmachen. Ich hab die 5 Stunden voll. Ja, aber ich hab den Stream auch sonst immer schon noch an. Für, einfach für den View, den der Fabian dadurch bekommt. Ich habe auch den Stream vom Psycho Ghost immer an, wenn er da ist. Oh, ich habe doch schön aufgeholt. Das, du hast viel zu deiner Hand überholt. Deine Stiti halt behalten. Das war eine Chaosbombe, aber die lebt halt trotzdem. Yeah. Hier liegt eine Rival Hand Cannon in dem Haus drin. Bisschen random, yeah. Aber okay. Wenn ich Quartermaster hätte, würde ich die jetzt vielleicht mitnehmen, aber selbst dann würde ich die benutzen. Wenn ich Quartermaster hätte, dann hätte ich die Doppel Uppercut mitgenommen. Was? Genau, mit der Sniper besonders weit gucken. Joa.